Buddha lehrte ja die vier edlen Wahrheiten. Die erste edle Wahrheit, die Wahrheit von Dukkha. Diese Qualität, die wir im Leben entdecken können, die wir als Leiden übersetzen können, oder diese Unzulänglichkeit, die alle Dinge innewohnt, zum Teil sich ausdrückt in unserem sehr vehementen Leiden, unter Schmerzen, unter schwierigen Emotionen, unter Verlusten und Misserfolgen, Enttäuschungen. Und auch einfach diese Qualität, die das Leben hat, dass es einfach immer etwas holprig zugeht. Ich fand es sehr interessant, dieses Wort Dukkha ist wirklich übersetzt, ist es ein schlecht geratenes Achseloch. Also ein Loch, wo eine Achse eigentlich reingehört und dann läuft das Rad rund. Und diese Achse ist etwas schlecht geraten und deswegen passt das nicht so ganz und gibt immer so Rocken und ja, so Pflege und es kann einfach nicht rundlaufen. Kennt ihr das im Leben, dass das Leben nicht so rund läuft? Also das ist Dukkha. Ja, das beschreibt er. Und er sagt, das ist das Leben, da ist Dukkha. Da lässt sich nichts machen. Das ist einfach holprig. Das ist einfach nicht so ganz richtig geraten. Ne? Das Loch da. Und in dem Sinne haben wir etwas Schwierigkeiten. Und es gilt, dieses Dukkha tief zu verstehen. Also auf der einen Seite ist das schlecht geraten. Und zum anderen, wenn wir uns da das nicht akzeptieren können, dass es eben so geraten ist, wie es geraten ist, nämlich holprig und nicht rund, dann wird es sehr qualvoll. Und dieses Qualvolle, das entsteht dadurch, dass wir es gerne anders hätten. Ja, dass wir dieses Holprige nicht akzeptieren, sondern versuchen, es rund zu machen, was nicht rund zu machen geht. Und darüber uns dann verstricken in weiteren leidvollen geistigen Zuständen. Und wir können, also das wird Anhaften genannt. Das nennt Buddha dieses Kleben, dieses nicht im Reinen sein. Ja? Und das gilt es loszulassen. Wenn wir das tun können, erfahren wir innere Befreiung. Wir sind okay mit dieser Holprigkeit, die das Leben hat. Wir gehen ganz anders damit um. In uns werden diese geistigen Zustände, die sich als Reaktion dann aufschaukeln, einfach beruhigt. Die verschwinden, lösen sich auf oder haben nicht mehr die Kraft, uns leiden zu lassen. Und das Letzte ist der achtfache Pfad, den wir gehen können, der uns hilft, all das zu entwickeln, um die ersten drei edlen Wahrheiten zu sehen und umzusetzen. Und in dieser ersten edlen Wahrheit, wo Buddha unsere Situation beschreibt, die Situation, die schwierig ist, spricht er nicht von einem Ich, sondern er sagt, das, was leidet, sind die fünf Khandhas. Die fünf Khandhas in Verbindung mit Anhaften, an denen angehaftet wird, das ist das, was leidet. Die fünf Khandhas. Ich möchte heute über die fünf Khandhas sprechen, weil sie uns, wenn wir sie in der Praxis umsetzen, zu einer tiefen Verstehen führen können, einer tiefen Befreiung führen können. Zu den fünf Khandhas gehören zum einen die körperliche Form, körperliche Materie, also Materie, Form, Körper. Dann die Gefühlstonung, Vedana. Das Unterscheidungsvermögen, Wahrnehmungsvermögen. Die Bildekräfte, erkläre ich gleich. Und das Bewusstsein. Und diese fünf Khandha umschreiben alles, was wir meinen zu sein. Ja, nennt da nicht noch ein Ich oder ein Selbst, was es da auch noch geben soll. Und diese fünf Khandha. Und man bezeichnet Khandha auch, oder das Wort selbst bedeutet erstmal einfach nur Haufen. Die fünf Haufen. Wir sind fünf Haufen. So nett, gell? Sich mal so ein bisschen anders zu betrachten. Einfach fünf Haufen. Und weil wir an ihnen greifen,
ja, anhaften. Ja, kann man sie auch die fünf Greifhaufen nennen. Also es sind fünf Greifhaufen. Ich finde das irgendwie nett. Man könnte auch, es wird auch häufig gesagt, die fünf Aggregate oder die fünf Gruppen oder die fünf Aspekte. Was immer, das sind einfach Versuche, dieses Wort zu übersetzen, in eine Idee zu geben. Aber all diese Übersetzungen und überhaupt Worte hinken ja immer so ein bisschen hinter der Erfahrung her. Wichtig ist, ob wir wirklich selber erkennen, dass es jenseits dieser fünf Haufen nicht noch etwas gibt, etwas extra gibt, das dieses Selbst ist, das all diese Dinge hat. Das wäre die Herausforderung, zu schauen, ob das wirklich alles abdeckt. Wenn wir nichts finden, dann sehen wir, dass diese fünf Haufen einfach miteinander in Beziehung sind, auftauchen, wieder vergehen und ein Ich, ein Selbst, das diese Dinge hat, überflüssig ist. Die funktionieren von allein. Dieses Ich, dieses Selbst, wir legen das immer in diese Kanne hinein. Und es entsteht durch dieses Anhaften. Und durch dieses Anhaften, dann, wenn es holprig ist und nicht so ist, wie wir es gerne hätten, entsteht Leiden. Wichtig ist zu verstehen, dass jemand, der oder die, vollständig erwacht, immer noch aus diesen fünf Kandas besteht. Kein Haufen verschwindet. Nur das Greifen verschwindet. Es sind nicht mehr die Greifhaufen, sondern die Haufen. Und das ist der wesentliche Unterschied. Das bedeutet aber auch, dass sie noch voll funktionsfähig sind. Ja? Und es ist vielleicht sehr beruhigend, immer wieder, wenn wir beginnen, so Erfahrungen zu haben, wo dieses Selbst ein wenig in Frage gestellt wird, entsteht leicht die Angst, oh, was passiert? Funktioniere ich dann noch? Kriege ich alles noch auf die Reihe? Ihr werdet gleich sehen, dass das wunderbar auch ohne diese in Besitz nehmen funktionieren kann. Wenn wir nicht mehr an ihn haften, findet kein Leiden mehr statt. Sind wir nicht mehr, leiden wir nicht mehr darunter. Auf der anderen Seite, solange wir nicht vollständig erwacht sind, macht es auch keinen Sinn, das Wort Ich zu streichen aus der Sprache und zu behaupten, dass wir nicht leiden. Ne? Also, wir sind einfach da, wo wir sind. Dieses Modell der fünf Kanda dient dem Zweck, etwas zu verstehen. Es ist nicht wiederum eine Wahrheit in sich selbst. Es ist einfach eine Gliederung, die uns helfen kann, uns nochmal neu zu betrachten, uns mit anderen Augen zu sehen, indem wir versuchen, unsere Erfahrung im Lichte von den fünf Kandas zu verstehen. Und es soll uns helfen, tief zu verstehen, wer und was wir wirklich sind und die Realität zu sehen. Und wenn wir sie gesehen haben, können wir das Modell wieder loslassen. Also wir brauchen uns nicht drüber streiten, sind es jetzt vielleicht, wir könnten es auch aufteilen in sieben oder in neun oder in drei, je nachdem, oder in zwei. Ja, das ist ein bisschen arbiträr, ja? was man in welche Gruppen zusammenfasst an den verschiedenen Einzelteilen, die wir in uns vorfinden, wenn wir hinschauen. Es geht darum, nicht das Modell in sich ist eine Wahrheit, sondern es geht darum, uns etwas zu zeigen, uns zu einem Erkenntnis zu führen. Nun schauen wir uns das etwas genauer an. Als erstes spricht der Buddha von Rupa Kanda, Materie und Form, Körper. Und zu diesem Körper gehören, das ist uns nicht so verwunderlich, unsere Sinnesorgane. Ja? Das Ohr, die Augen, die Nase mit den Geruchszellen und die Zunge und die ganzen Geschmackszellen und die ganzen, ja, die Möglichkeit der Tastempfindungen. Das verwundert nicht. Das nächste mag aber doch verwundern, neben diesen Dingen gehört auch dazu all die wahrgenommenen Objekte,
gehören auch zu Rupa Kanna. Die Objekte des Sehens, die Objekte des Hörens, des Riechens, des Schmeckens, des Hassens. Also alle sichtbare Formen, alle Klänge, alle Gerüche, alle Geschmäcke, die wir schmecken und alle Berührungen, alle Tastempfindungen gehören zu Rupa Kanna, wenn wir uns selbst betrachten. Und damit wird nicht unterschieden zwischen einer inneren Welt von Körper und Sinnen und einer äußeren Welt. Sondern wenn wir in der Erfahrung ganz da sind, ganz präsent sind und von der Erfahrung her hinein spüren, horchen, was da passiert, dann merken wir vielleicht, oder dass wir diese Trennung zwischen innen und außen nicht wirklich ziehen können. Also wenn wir unseren Gedanken nicht da hinzunehmen, sondern rein bei Rupa Kanna sind, bei Materie und Form, und wir hören, macht die Augen zu. Das nimmt den Geist ein bisschen raus und schaut mal, ob ihr wirklich entscheiden könnt von der Erfahrung her. Hört ihr innen, hört ihr außen? Wo ist der Klang? Wo ist der Klang? Ist er nur außen? Wie kommt es dann, dass wir ihn hören? Ist er nur innen? Wie kommt es dann, dass hier vorne die Glocke steht? In der Erfahrung wird es sehr schwierig. Und das gilt auch für die anderen Sinneswahrnehmungen. Wenn ihr Tastempfindungen spürt, also wenn ihr sitzt hier und auch beim Gehen, wenn die Augen offen sind, aber die Augen unterstützen sehr schnell die Konzepte, die wir aufbauen, die wir haben, die über den Geist dann entstehen, von innen und außen. Also deswegen ist es oft eine Erfahrung, die zugänglich wird, wenn wir die Augen geschlossen haben. Und wenn wir dann spüren, unser Gesäß, das jetzt sitzt auf einem Kissen, wo beginnt das Kissen? Wo gehört man, hört mein Gesäß auf? Und da ist dann etwas wichtig, was wir manchmal sehen, aber nicht gleich, dass wir natürlich eine Vorstellung haben von unserem Körper und wo der endet. Und wir können lange Zeit gar nicht trennen, die Vorstellung und die Erfahrung, die von dieser Stelle ausgeht. Wir sind so zusammen, dass wir diese Trennlinie für sehr real halten. Und erst, wenn die Sammlung ein bisschen stärker wird und die Achtsamkeit klarer wird, dann klaffen die manchmal auseinander. Wir haben nur eine Körpererfahrung, ohne die Zuordnung, ohne die Vorstellung, der Körper ist da. Und manchmal fängt an, die Vorstellung von dem Körper sich zu, ein Eigenleben zu bekommen. Wir haben die Vorstellung von unserem Körper, dass er auf einmal ganz andere Dimensionen hat, dass ein Bein ganz lang ist und irgendwie hier ganz groß und dann vielleicht noch ganz schief und eine völlig andere Körperwahrnehmung als die, die wir tatsächlich haben. Also der Körper hat immer noch nicht irgendwelche komischen Dimensionen und sitzt auch nicht wahnsinnig krumm. Aber das kann in der Vorstellung kann es auf einmal ganz anders werden. Und da bekommen die praktisch, dass sie wie sonst normal zusammengehen. Ja, also weil wir es ja immer wieder verifizieren über die Augen und ja, der Körper sitzt so und das wird dann ganz blitzschnell abgespeichert, geht Körpererfahrung und Geisterfahrung so zusammen. Aber wenn wir nur bei der Körpererfahrung sind, eben der Geist kreiert die Trennung von innen und außen, aber nur in der Körpererfahrung sind, dann löst sich das auf. Hilfreich, dass der Geist das tut, was er tut. Ja. Sehr schwierig, in dieser Welt zu funktionieren, wenn er nicht das unterscheiden könnte. Ja, das ist nun mal eine körperliche Entität und die müssen wir dadurch die Gegend manövrieren und zwar auch so, dass es nicht überall aneckt und Beulen schlägt und, ne? Also es ist sinnvoll, dass wir wissen, wo wir beginnen und aufhören und so, ne? Das ist eine
sinnvolle Funktion, aber sie verschleiert uns immer wieder die Realität auch. Ja. Wir sind das, was wir, Materie ist viel verbundener, als wir meinen. Also das ist schon ein sehr reicher Haufen, den wir untersuchen können, den wir betrachten können. Die anschließenden vier Haufen gehören alle zum geistigen Haufen. Man könnte eben auch sagen, Nama Rupa, Nama ist der Geist, das Herz, also alles, was nicht Körper, Materie ist. Und hier dazu gehört ein Bereich, den ich schon oft erwähnt habe, Vedana, wie sich eine Erfahrung anfühlt, angenehm oder unangenehm oder weder noch, was dann neutral genannt wird. Vedana wird definiert als das, was spürt, empfängt oder erfährt. Es ist aber einfach so dieses, ja, angenehm, unangenehm. Wirkt es angenehm oder unangenehm auf mich? Und häufig findet ihr vielleicht noch die Übersetzung Gefühl oder Fühlen. Weil wir fühlen ja angenehm, unangenehm. Aber es gilt zu differenzieren, diese Qualität von angenehm und unangenehm von Emotionen und anderen Stimmungen und Launen, was wir auch als Gefühl bezeichnen. Hier haben wir einfach nicht genügend Wörter für verschiedene Erfahrungen. Wir haben nur eins und das meint aber verschiedene Dinge und deswegen ist es wichtig, dass wir uns genau klar machen, was es sich gerade dreht. Das ist ein Grund, warum ich ganz gerne diesen Pali-Begriff Vedana benutze, V-E-D-A-N-A. Es ist auch relativ ein einfaches Wort, Vedana. Das lernen wir schnell, ja. Einfach Vedana. Und je mehr wir in diesem Jargon zu Hause sind, schmeißen wir mit diesen Pali-Wörtern halt rum. Aber es ist dann auch klar, was wir meinen. Also Vedana, euer erstes Pali-Wort. Jede Erfahrung, die wir machen, auf allen Sinnestoren, einschließlich auch den geistigen Erfahrungen, bringt mit sich ein Vedana, löst aus ein angenehm oder unangenehmes Gefühl in uns. Oder wenn es zu schwach ist, weder noch ist es neutral. Ja? Und es ist auch ein Gefühl. Es ist auch ein Vedana. Es ist nicht ein Nichts. Ja, okay? Das wäre nicht stimmig. Wir können das untersuchen, versuchen uns daran zu pirschen, diese Qualität zu erfassen. Sie ist fein und sie verbirgt sich oft hinter den eigentlichen Erfahrungen. Also wenn wir bitter haben im Geschmack und wir empfinden das als unangenehm, dann sticht bitter hervor und es wirkt auf uns unangenehm. Oder wenn wir einen grellen Ton hören, einen lauten Ton, einen kreischenden Ton, ja, dann ist der Ton im Vordergrund und dass das unangenehm wirkt, diese Erfahrung ist im Hintergrund. Ja, die ist viel leiser. Das Kreischende ist ja viel offensichtlicher. Auch bei Wut, ja, Wut hat eine ganz bestimmte oder Angst Qualität. Und dass sie auch noch unangenehm ist, ist nicht das, was wir gleich sehen. Aber gerade wenn wir und auf alles, was ihr mit irgendwie Abwehr reagiert, ist die Wahrscheinlichkeit äußerst groß, dass das unangenehm ist. Wenn wir mal eine Weile nur darauf achten, nur schauen, ob wir diese Qualität entdecken, dann können wir alles, was unangenehm ist, nehmen und schauen, okay, das muss irgendwas Gemeinsames haben. Alles, wogegen ich reagiere, ja, wo ich sage, wo ich nicht haben will, muss, okay, nehmen wir mal an, denkt, hat diesen gemeinsamen Nenner, unangenehm. Schaut mal. Und bei den Dingen, die wir schön finden, wo wir schwärmen von, haben eine angenehme Qualität. Und auch da können wir uns ranpirschen, indem wir versuchen, diese verschiedensten Erfahrungen zu nehmen und zu schauen, wo ist der gemeinsame Nenner? Was haben die gemeinsam? Welche Qualität ist das? Und bei dem schönen, lieben Atemzug oder dem Gehen, was vielleicht nicht so wahnsinnig aufregend ist, nicht so wahnsinnig unangenehm ist, ist der gemeinsame Nenner neutral.
Es gibt unendlich viele Variationen von Vedana, von unglaublich schmerzvoll, extrem unangenehm bis zu extrem angenehm. Und je feiner wir oder je mehr wir eine Antenne dafür entwickeln, also diese Erfahrung kennenlernen, und wenn wir sie mal begriffen haben, wie sie sich ausdrückt, können wir sie viel schneller finden. Und je schneller wir sie finden, und das ist dann so ein kleiner, wenn wir die Achtsamkeit auf diese Qualität richten, und zwar die wahre, reine Achtsamkeit, die nichts will, keine Erwartungen hat und keine Forderungen, dass jetzt irgendwas passieren muss, dann, nur dann, löst es sich. Löst sich die Reaktion eben auch. Aber eine solche reine Achtsamkeit ist, oft ist da so ein kleines, subtiles, ja, wenn ich jetzt mit Achtsamkeit, das lässt sich nicht beschummeln. Also von dem her, aber diese wahre Achtsamkeit, die einfach nur wahrnimmt, hat einen lösenden Charakter. Das ist einfach eine Eigenschaft, die Achtsamkeit hat. Und wenn wir die da drauf bringen, löst es uns aus der Reaktion. Von angenehm auf haben wollen, unangenehm auf weghaben wollen. Das ist also, wenn die Achtsamkeit stark ist, der Shortcut aus dem Leiden, das dann folgt sonst. So müssen wir das kennenlernen. Und okay, wirklich trainieren eine reine Achtsamkeit. Weil das so ein entscheidender Punkt ist, wird immer wieder auf dieses Vedana hingewiesen. Ja, und es lohnt sich da, Zeit mit zu verbringen. Es scheint oft nicht so die wichtigste Erfahrung zu sein in der Praxis. Die Emotionen sind viel lauter, die Schmerzen sind viel lauter. Die schreien alle hier, 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 guck mich an, folg mir, setz dich mit mir auseinander. Vedana tut es nicht so offensichtlich. Also wenn ihr mal ein bisschen Raum habt, dann schaut mal dort ein bisschen hin. Wenn wir keinen Raum haben dafür und die anderen halt zu laut sind, dann sind sie halt zu laut. Dann ist das so. Es lohnt sich auch, dorthin zu schauen. Der nächste große Bereich ist der von Sanya oder dem Unterscheidungsvermögen, Wahrnehmungsvermögen. Und hier ist Sanya wird als das definiert, was benennt und den Dingen Namen und Inhalt verleiht, also die Erklärung, was das ist. Also ich schaue dorthin und ich sehe die Tür. Das ist Sanya. Sanya nimmt, wir nehmen diese Bewusstseinseindrücke, Sinneseindrücke auf und Sanyas Job ist herauszufinden, was wir wahrnehmen. Ja? Ob das ein Fenster ist oder eine Wand ist, ob das ein Vorhang ist oder ein Kleid ist, ob das eine Wolke ist oder ein Berg ist, ja? Ob das ich bin oder du bist, ob das, ja? Sanya ist der Job ist zu verarbeiten, rauszufinden, was ist das. Dazu gehört ein gewisses Maß von Erinnerungsvermögen. Also Sanya erinnert sich eben auch, ne? Erinnert sich eben auch an die ganzen Vergangenheiten. Sanya macht die ganzen Analysen und die ganzen Interpretationen, die ihr ab und zu in euren Gedanken entdeckt. Das macht alles Sanya. Ne? Nimmt Eindrücke auf und ordnet die zu, findet, ja, und das tut Sanya ganz blitzschnell. Und zentral für unsere Wahrnehmung von Ich, ja. Ja, Ich hat viel damit zu tun, dass ich weiß, ich war in der Vergangenheit, das ist Sanya. Sieht ein Bild aus dem Fotoalbum, wo man irgendwie so klein war. Keine Ähnlichkeit mehr äußerlich mit dem 50 Jahre später. Und doch, ja, das bin ich. Das ist Sanya. Ja, ich bin, ja, ist so wenig ich wie nur etwas. Das bin ich. Ist keine einzige Zelle mehr da. Sollen ja alle nach 7 Jahren erneuert sein. Nix. Ja, das bin ich. Okay. Von dem her, das ist natürlich wichtig. Das ist eine wichtige Funktion. Es hilft uns, uns zurechtzufinden, ja.
einmal zu lernen, was wie eine Packung Streichhölzer aussieht und beim nächsten Mal zu wissen, dass das Streichhölzer sind. Und auch zu wissen, was man damit machen kann, ja? Das nicht immer wieder neu rauszufinden. Das ist ganz sehr hilfreich. Sanya funktioniert, wenn ihr heute Abend ins Bett geht und wisst, in welches Zimmer ihr laufen müsst und in welches Bett ihr euch legt. Ganz wichtig, Sanya. Ja, das macht Sanya. Also von dem her, bedankt euch immer mal wieder bei dieser Funktion. Weil auf der Ebene von bloßen Wahrnehmung sehen wir nur bunte Flecken. Ja, das wissen wir ja von der Anatomie. Wir nehmen das auf und da sehen wir nur bunte, verschieden bunte Flecken. Und die müssen wir jetzt bearbeiten, genauso beim Hören. Wir hören irgendwelche Schwingungen, Töne, und die haben irgendwelche, das ist ja ganz nett, inzwischen kann man das in den Computer reinspielen, dann sieht man nur solche Kurven, ne? Und diese Kurven verwandeln sich in Töne mit irgendwelchen Bedeutungen, das ist schon phänomenal. Das macht Sanya. Das arbeitet blitzschnell. Und ich hatte vielleicht zwei Erfahrungen in über 20 Jahren. Das ist ja nicht gerade viel, aber es reicht. Um zu sehen, wie schnell Sanya arbeitet oder wie schnell Gedankenverarbeitungsprozesse laufen. Und das waren immer nur Millisekunden, wo dieser Prozess auf einmal bewusst wurde und es war irre zu sehen. Einfach irre, wie schnell das geht. Und zwar beides mal auf der Toilette. Also es lohnt sich, in diesen Zwischenzeiten da zu sein. Das können die Momente sein von tiefer Einsicht und nicht unbedingt hier. Wobei wir die Zeiten hier dann brauchen, um dann überhaupt dann diese Fähigkeiten dort zu haben. Aber mit jedem, das hatte ich schon erwähnt, mit jedem Schritt des Interpretierens, außerdem kommt auch noch ein Vedana daher. Ich hatte ja das Beispiel von der Seife mit dem Haar erzählt, ja. Wie mit jeder Interpretation von diesem Gesehenen, nämlich ein rosa Viereck mit einer schwarzen Linie, ja, das war erstmal angenehm. Dann kam die Vorstellung rein, Sanya, Seife und Haar und Konditionierung und kam, oh, unangenehm daher. Ja, dann kam ein erkenntnisvoller Gedanke und es drehte sich wieder. Also Vedana dreht sich mit diesen verschiedensten gedanklichen Prozessen und ist auch in dem Sinne, kann es extrem schnell wechseln. Und je nachdem reagieren wir. Das ist schon ein recht komplexes Ding. Dieses Reagieren wiederum ist ein anderer Haufen. Dafür ist ein anderer Haufen zuständig, für das Reagieren. Ja? Nämlich Sankhara. Und Sankhara ist ein Sammelbegriff von verschiedensten Bewusstseinszuständen, die aktiver sind, die aus den Aktionen heraus entstehen, die mit dafür verantwortlich sind, wie wir reagieren. Wo Kräfte sind, die auch Handlungen verursachen können. Dazu gehören alle Bewusstseinszustände, funktionelle Geistesfaktoren wie Sammlung und Wachheit und Ruhe und Aufmerksamkeit und ja die Gegenteile davon natürlich auch, wie alle emotionalen, geistigen Zustände wie Wut und Ärger und Entrüstung und Eifersucht und Neid und Freude, Vertrauen, Mitgefühl, Liebe. Und die werden auch noch verschiedenst eingeteilt in heilsame und unheilsame. Aber die gehören da alle rein. Und aus diesen Kräften heraus, diesen verschiedensten heraus, mit diesen Informationen, die wir haben, ja, den körperlichen Erfahrungen über den Körper, die entsprechenden Vedanas, Interpretationen, das mischt sich dann mit den, das löst dann aus, es assoziiert und dann kommt die Wut und dann kommt, ja, oder noch ein bisschen schlechte Stimmung ist da oder Aufmerksamkeit und aus diesen Bilderkräften heraus kommen die Reaktion. Also etwas tun. Gehören die Geisteszustände, die sich bilden, eben aus diesen Informationen dazu
und die Handlungen, die dann diese bildenden Kräfte verursachen. Das ist ein Riesenkomplex, den wir heute auch schon in den Anleitungen erwähnt haben. Ja, zu achten auf die Bewusstseinszustände, auf die Gefühle, auf die Emotionen, auf die Reaktionen von haben wollen, nicht haben wollen, all das sind Sankharas. Und wir werden dabei entdecken, eben die heilsame Geisteszustände und unheilsame Geisteszustände. Also solche, die zu Leiden führen und solche, die zur Versöhnung führen, zu Nichtleiden, zu Glück führen, zu Frieden führen. Wir finden hier die Ausgangspunkte für all die Grausamkeiten in der Welt, liegen in Sankhara. Eben über diese anderen drei Aspekte bilden sich diese Sankharas raus. Und es liegt an uns, welche wir fördern wollen. Und auch da ist wieder ein Sankhara zuständig. Ja, oder verschiedene Sankharas zuständig. Die erfassen und entschließen, Heilsame zu fördern und Unheilsame nicht zu fördern. Und wir finden sie, manchmal ist ja auch ganz spannend, ja, das haben auch einige berichtet. Wir sehen, dass es Sankharas sind, und zwar ziemlich ähnliche. Die treten auf als verschiedene Akteure in unserem Geist. Der eine erzählt, ja, mach das, mach jenes. Und nee, bloß nicht. Oh doch, ganz bestimmt, das ist, ja, wir haben so richtig verschiedene Stimmen da im Ohr. Und haben schon das Gefühl, jetzt, was geht denn jetzt hier ab? Bin ich jetzt dabei, eine Persönlichkeitsstörung zu entwickeln, ne, mit verschiedenen getrennten Identitäten? Es sind einfach die verschiedenen Sankharas, die etwas deutlicher zutage treten. Ja, und wir, ist wichtig, die zu beginnen zu identifizieren. Aha, das ist dieses Sankhara und jenes Sankhara, also das ist der Skeptiker, der immer kritisiert, und das ist der beruhigt, der beschwichtigt, das ist der uns immer wieder zur Leistung antreibt, jetzt mach doch und ja, und sei doch keine Memme, und der andere sagt, jetzt mal besser ein bisschen abgewartet. Und die können sich so schön widersprechen, in einem Moment zum nächsten, und das sind verschiedene Sankharas. Und da gibt's noch diese Achtsamkeit auch in Sankara, dass das auch noch wahrnimmt. Das Wahrnehmen selbst ist der letzte Haufen. Nur die bloße Wahrnehmung all dessen wird Vijnana genannt. Das ist nicht Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ein anderer Geisteszustand. Vijnana ist das bloße Wahrnehmen all dieser verschiedenen Erfahrungen. Auch wenn wir nicht achtsam sind, ist Vijnana da. Ja, das Vijnana ist das bloße Wahrnehmen von dem, was geschieht. Die Definition ist das, was klar ist und wahrnimmt. Das ist eine andere Klarheit als Achtsamkeit. Es ist einfach dieses Wahrnehmen von Sehen, Wahrnehmen von Hören, Wahrnehmen von Gefühlen, Wahrnehmen von Geschmäcken, Wahrnehmen von Gerüchen. Das bloße Wahrnehmen ohne Achtsamkeit. Ja? Achtsamkeit ist ein selbstreflektierendes Geisteszustand, der das nochmal uns, ja, klar, also es gibt noch einen anderen Bewusstseinszustand, wenn Achtsamkeit da ist. Ja? Und Vijnana ist auch zugegen, wenn Achtsamkeit da ist. Vijnana ist immer zugegen. Ist aber selbst, in sich selbst, ohne Farbe, ohne Form, ohne Ausdehnung. Und wir können nirgendwo, wenn wir danach suchen, einen Ort finden, wo es sitzt. Und das ist wichtig, weil dieses Qualität des Wahrnehmens häufig an letzter Stelle dann mit ich identifiziert wird. Das, was hier ständig beobachtet, das bin doch ich. Das, was wahrnimmt, das bin doch ich. Und es kann sich sehr solide anfühlen, dieses Ding, das da wahrnimmt. Und bis wir so ruhig und klar sind, dass wir die Achtsamkeit zu dieser Qualität von Vijnana, vom Wahrnehmen selbst, drehen können, und versuchen zu beschreiben, so wie wir alles für andere versuchen zu beschreiben. Und dann entdecken wir finden nichts. Und das Nichtsfinden ist das, worum es geht. Eine andere Möglichkeit, Vijnana
zu sehen, dass das nicht ich ist, ist zu sehen, dass es nur in Verbindung mit anderen Dingen zustande kommt. Es kann nicht aus sich selbst heraus existieren. Und dementsprechend wird im Buddhismus von 6 Bewusstseinsbereichen gesprochen oder Wahrnehmungsbereichen, von 6 Vijnanas, die mit den 6 Sinnesorganen korrelieren. 6, nicht 5, ja? 6. Wundert ihr euch? Also 6. Der Buddhismus spricht vom Geist als einem weiteren Sinnestor. Und ein bisschen haben wir eine Ahnung, wenn wir meditieren und einfach still sind und einfach nur im Wahrnehmen sind und wir sehen auf einmal, wie geistige Erfahrungen auftauchen, einfach so, genauso wie Töne auftauchen, einfach so. Und in dem Sinne eine Erfahrung auftritt durch ein Sinnestor, nämlich dem des Geistes. Also es werden unterschieden, ein See, Bewusstsein, ein Hörbewusstsein, Geruchbewusstsein, Geschmackbewusstsein, ein Körpertastbewusstsein, ein Geistbewusstsein. Und damit eines dieser Bewusstseine, eines dieser Vijnana entstehen kann, müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Und in einem asiatischen Vortrag würde man jetzt in minutiöser Detailhaftigkeit für jedes Bewusstseins eine detaillierte Analyse machen, die immer wieder sehr ähnlich ist, und jeden Abend einen Vortrag dazu. Dass ein intaktes Organ braucht, ein Objekt und ein verfügbares Bewusstsein, mit anderen Worten. Also, damit Sehbewusstsein entsteht, braucht es ein Objekt, das gesehen werden kann. Ja? Gucken wir uns um, ganz viele Objekte, die gesehen werden können. Es braucht ein intaktes Auge. Wenn das Auge nicht funktioniert, dann sehen wir auch nichts, obwohl die Objekte da sind. Ja? Und wenn wir auch mit unserer Aufmerksamkeit noch woanders sind, dann findet auch kein Sehen statt. Und das finde ich immer wieder sehr interessant, wenn ich irgendetwas suche und ich war 10-mal habe ich auf die Stelle geschaut. Und ich habe es nicht gesehen. Aber irgendwas hat da nicht so ganz funktioniert. Oder ganz offensichtlich noch klarer ist es ja mit dem Hören. Ne? Wir sind dabei, sitzen zu Hause, lesen ein Buch und jemand ruft uns und wir hören nichts. Wir hören es einfach nicht. Ja? Das Ohr ist intakt. Das Geräusch war da, aber das Bewusstsein war nicht anwesend. Kam nicht zustande als ein Hörbewusstsein. Und damit haben wir es auch wirklich tatsächlich nicht gehört. Also, es ist interessant, das durchzuspielen durch die verschiedenen Erfahrungen, die wir machen. Ohne die Bedingungen, dass alle zusammenkommen, kommt keines dieser Bewusstseine zustande. In dem Sinne können wir uns fragen, wo ist das Ich? Wo ist das Ich? Wer ist schuld daran? Ja, wer ist schuld daran? Manchmal, ganz nett, oh, hätte ich das doch nur nicht gehört, was immer wir gehört haben, was uns jetzt aufregt. Und ist das Ohr schuld? Ist das Bewusstsein, das da war, schuld oder das Geräusch schuld? Wir sind immer sehr fokussiert auf das Objekt, dass das alleine schuld ist daran, dass die Erfahrung entstanden ist. Aber ist das so? Hat in einem Retreat mal über Seherfahrung so ein Erlebnis, und das hatte mit einer Vipassana-Romanze zu tun. Na, man hat ja immer mal so, dass man sich auf einem Schweigeretreat verliebt, den anderen überhaupt nicht kennt, aber bei jedem Kontakt, Sehkontakt, was anderes gibt's ja nicht, beginnen diverse körperliche und geistige Symptome. Und ich hatte einen 3-Monats-Retreat, okay? Das war überhaupt nicht mehr lustig. 3 Monate zu sitzen da, nach 2 Wochen begann das.
Und immer wenn ich diesen Kerl sah, oh, fürchterlich, so verliebt. Oh, und dann die ganzen, ne? Könnte das was werden, könnte das nichts werden? Hat er vielleicht eine Frau und 5 Kinder und keine Ahnung. Oder ist er vielleicht homosexuell und überhaupt keine Ahnung. Und es ging so rauf und runter, mal völlig ausgemalt, die völlige Enttäuschung, mal wieder die völlige Zweisamkeit. Und es war, und jede Kleinigkeit wurde dann dementsprechend interpretiert. Ging er beim nächsten Mal nah bei mir? Oder ging er weit weg von mir? Gehmeditation, ne? Es war ein Drama. Und einmal, das war schon ziemlich im Retreat, ging ich, es war relativ ein großes Gelände und ich ging oben, da gingen wir oft sehr relativ nah beieinander. Also nicht wirklich ganz nah, also aber schon, es war eine ganz normale Distanz, aber einmal ging er wirklich 300 Meter weiter weg, am anderen Ende praktisch vom Gelände. Und ich habe sofort als gegen mich interpretiert, also, ne? Sanja machte sofort tschuk, der mag nichts von dir wissen mehr und bla. Und es hat richtig ausgelöst, verlassen sein und abgewiesen und es war schmerzhaft. Und dann kam so ein Moment mal und ich ja war so, ein Moment mal, wer ist jetzt daran schuld, dass das entstanden ist? Ja, das Auge, der Typ, der da hinten geht oder mein Bewusstsein, dass das auch noch wahrgenommen hat. Und das war so, es ging so hin und her und her und hin und konnte sich nicht entscheiden, wer jetzt daran schuld ist von den dreien. Und dann hat's losgelassen. Das war toll. Keiner schuld. Das war ein Moment von Frieden. Das ging noch weiter, aber das erzähle ich euch nicht. Ich weiß nicht, was besser ist, Vipassana-Romanzen oder Vipassana-Vendettas. Vendettas sind das Gegenteil von Romanzen, die wir nicht, absolut nicht mögen. Gell? Aber gut, das sind beide genauso schwierig. Okay. Also die 5 Haufen, die sind in jeder Erfahrung, in jedem Moment von Erfahrung zusammen da. Alle 5 auf einmal. Nur das eine oder andere sticht von einem Moment zum anderen hervor. Aber sie sind alle immer gleichzeitig da, so wie Meerwasser, sowohl salzig wie auch durchscheinend, wie auch dieses Flüssige ist. Alles zugleich und doch verschiedene Komponenten hat, die wir isolieren können. Also auseinander, das eine ist salzig, das andere ist flüssig und wir können verschiedene Aspekte bemerken. Und genauso können wir, wenn wir uns betrachten, verschiedene Aspekte bemerken, die zu unserer Wahrnehmung gehören. Die Frage ist dann, gibt es noch ein Ich? Gibt es ein Selbst, das dieser Haufen hat? Gibt es ein Selbst, das dieser Haufen kontrolliert, dirigiert, in Besitz nehmen kann, bestimmen kann? Oder ist das, was wir als Ich beschreiben, nicht einfach dieses Zusammenwirken von diesen 5 Haufen? Sehr miteinander verwoben, sehr schnell, aber doch nicht mehr als das. Und immer mal wieder greifen wir eben, oder wir greifen, dass wir die Sprache, die uns da eine Schwierigkeit in den Weg, da ist niemand hier, die greift. Greifen findet einfach statt. Ja, und auch das können wir in der Meditation bemerken oder wenn wir genau hinschauen und die Achtsamkeit genügend klar geworden ist, können wir sehen, wie Greifen geschieht. Oder finden wir jemanden da, der oder die greift. Das wäre interessant, wenn wir jemanden finden, der oder die greift, dann gibt es dieses Selbst. Wenn wir sehen, dass es nur dieses Greifen gibt, dann sehen wir, da gibt es kein Selbst. Und wenn es da in uns kein Selbst gibt, der nächste Ort, an dem wir schauen könnten, wäre der Ort, gibt es ein Selbst außerhalb von diesen 5 Haufen. Außerhalb von uns, so irgendwie dahinter.
Ja, Lampe, ich weiß. Gibt es irgendwen dahinter oder daneben oder nicht? Und wenn es da jemanden dahinter geben würde, wie würde er mit diesem Fünfhaufen denn überhaupt kommunizieren? Und wie würde es das dirigieren? Wie sollte das gehen, wenn wir da jemanden finden? Was das uns aber auch vermittelt, ist, dass es gar kein Selbst oder Ich gibt, dass wir loswerden müssen. Manchmal wird es so verstanden, dass wir etwas, was wir haben, ablegen sollen. Aber worum es wirklich geht, ist, dass wir eine Täuschung durchschauen. Mehr eigentlich nicht. Ich selbst ist eine Täuschung. Existiert gar nicht. Aber wir reagieren so, also diese Haufen agieren, als gäbe es ein solches Selbst. Das macht dieser ganze Bewusstseinsprozess. Nimmt es so wahr, interpretiert es viel. Und aufgrund dessen fängt es an, sich zu verstricken in diesen verschiedensten Erfahrungen. Und das ist das, was zu unserem Leiden führt. Was wir sind, ist dieses unglaublich lebendige Muster aus zusammenwirkenden Elementen und Funktionen, die sich gegenseitig ständig beeinflussen und bedingen, hervorrufen, weiter katapultieren. Ohne dass hier eine statische, solide, fassbare Einheit, Ichheit selbst gefunden werden kann. Ich möchte enden, zum ersten Mal innerhalb meiner Zeit, Erfolgserlebnis, mit einem Gedicht von Ryokan. Es war einfach nett. Ich weiß nicht, man das gleich immer. Wenn alle Gedanken erschöpft sind, gehe ich in den Wald und sammle eine Handvoll Hirtentäschelkraut. Wer ein kleines Bächlein durch bemooste Felsspalten seinen Weg findet, so auf eine stille Weise werde auch ich klar und durchscheinend. Und dieses klar und durchscheinend steht für das Verständnis von der Ichlosigkeit. Wer ein kleines Bächlein durch bemooste Felsspalten seinen Weg findet, so auf eine stille Weise werde auch ich klar und durchscheinend. Lass uns einen Moment still sitzen.